Eine Schule ohne Rassismus ist für mich die Idealvorstellung einer Schule, wenn man so möchte. Weil wenn es dort keinen Rassismus mehr gibt, heißt es, dass sich alle auf eine Ebene, auf Augenhöhe begeben haben. Ich unterstütze die Sekundarschule Beverung sehr gerne als Pate in dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, weil ich einfach glaube, dass es dem gesellschaftlichen Zusammenhang als Ganzem gilt. Und weil ich denke, dass Jugendliche auch gerne sich einbringen, aber oft Unterstützung brauchen, ganz einfach. Und da kann ich als Pate vielleicht eingreifen, hier und da eine Idee mitentwickeln, an gemeinsamen Projekten arbeiten, aber auch immer wieder mit erhobenem Zeigefinger appellieren, dass es auch um die tägliche Arbeit geht an diesem Projekt, sprich auf dem Schulhof, in der Freizeit, im Verein, wann immer Situationen entstehen durch Mobbing als Beispiel, sollten die Schüler einschreiten und die Schüler und sagen, ich stehe auf, das geht nur bis hierhin, das ist nicht gut, was du machst, aus den und den Gründen. Auch wir in der Familie haben im Bereich des Nationalsozialismus Geschichten erlebt, die nicht so schön waren. Der jüngere Bruder meines Vaters ist also auch im Krieg umgefallen. Und er war nicht viel älter, als du es warst, 17 Jahre alt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die einen prägt, die die Familie geprägt hat und die natürlich auch mich dazu bewegt, immer wieder diesen Ansatz zu wählen, dass Rassismus nicht auftauchen darf, er darf nicht gelebt werden, er muss bearbeitet werden, er muss verhindert werden. Und deswegen ist es auch wichtig, also den Schülern und Schülerinnen das mitzuteilen, dass in diesem Zusammenhang Courage eben im Vordergrund steht. Auch den Mut besitzen, dagegen sich aufzubegehren. Wir haben eine bunte Schule, wo alle sich wohlfühlen, wo alle akzeptiert werden. Ja, das KZ im Buchenwald, also das Konzentrationslager im Buchenwald, war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Die Schule fährt jedes Jahr mit den 10er-Klassen dorthin. Wir sind auch direkt auf dem Gelände untergebracht. Der Hauptbestandteil besteht darin, dass man in einer kleinen Gruppe oder in einer etwas größeren Gruppe das Gelände, das was also von dem Konzentrationslager noch vorhanden ist, erkundet in Geländerundgängen mit geschultem Personal. Und wir wollen mit dieser Fahrt einen wesentlichen Beitrag zu dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage leisten. Wir möchten die Schüler aktiv ans Nachdenken bringen, motivieren, stärken, nicht wegzugucken, sondern sich für andere Menschen auch einfach einzusetzen. Jeder Mensch sollte so sein dürfen, wie er ist. Und dementsprechend leben und lehren wir das zum einen hier in der Lernoase, als aber auch im inklusiven Unterricht. Derzeit sind an unserer Schule 32 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und die werden dann hier in der Lernoase unterrichtet. In der meisten Zeit sind sie allerdings im inklusiven Unterricht, das heißt, sie werden im Klassenverband unterrichtet und nur in einzelnen Fächern werden sie rausgenommen und haben hier in der Lernoase ihren Unterricht. Also wir haben hier nicht nur den Mathe-, Deutsch- und Englischunterricht, sondern auch der lebenspraktische Unterricht findet hier statt. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie geht man richtig mit Geld um oder wie organisiert man einen Einkauf. Mit einer Oase verbinden viele Menschen ja einfach Ruhe. Und genau das wollen wir den Kindern hier geben. Ruhe, sich entspannen können und sich vielleicht auch ein bisschen von dem stressigen Schultag erholen zu können. Dass jeder im Grunde genommen respektvoll mit dem anderen umgeht und dass es überhaupt kein Problem ist, mit dem einen Kind zusammenzuarbeiten, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht derjenige hat. Die Lernwerkstatt ist im Grunde genommen ein Raum des forschenden Lernens. Das heißt, Kinder kommen hier rein und haben ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Materialien, mit denen sie arbeiten dürfen. Ganz viele Werkzeuge, mit denen sie arbeiten dürfen. Es ist nichts großartig vorgegeben, sondern sie können frei entscheiden, welche Materialien sie verwenden. Sie können frei entscheiden, in welche Richtung ein Experiment oder irgendeine Aufgabe geht. Die Aufgabe ist relativ offen und die Kinder können frei entscheiden, was sie machen. Die Highlights der letzten Jahre waren einmal, dass wir Murmelbahnen gebaut haben, die hier kreuz und quer durch den Raum gegangen sind. Dann hatten wir im Rahmen des neuen Brückenbaus haben wir die alte und die neue Weserbrücke gebaut. Ansonsten sind das immer sehr offene Formen. Wir haben Boote gebaut und haben die Weser runterlaufen lassen. Alles Mögliche ist möglich hier.
Für mich persönlich bedeutet Schule und Rassismus, dass die Schüler so akzeptiert werden, ohne dass die Herkunft oder die Hautfarbe eine Rolle spielt. Wir sind die Ansprechpartner der Schüler. Wenn sie Probleme haben, kommen sie immer zu uns. Wir sind in der Regel 15 aktive Mitglieder und wir treffen uns einmal in der Woche, wo wir Aufgaben oder auch Ideen ansprechen. Wir als SV organisieren Veranstaltungen wie zum Beispiel SV-Turnieren, wo Schüler und Schüler ihre sportliche Fähigkeiten zeigen können. Der 27. Januar ist ja allgemein in Deutschland der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und wir als SV bereiten zu diesem Tag immer eine Veranstaltung vor, in der wir das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Beverungen gedenken. Wir bieten auch Pausenveranstaltungen für die jüngeren oder älteren Schüler an. Zum Beispiel zwei verschiedene Fußballclubs für die 1-Stunden-Pause. Wir möchten unseren Schülern nochmal klar machen, wie wichtig uns Respekt und Toleranz ist. Deshalb ist ein Tag der Toleranz geplant. Schule ohne Rassismus ist eine Schule mit Anerkennung und Wertschätzung, Toleranz und Vielfalt. Schüler, die Problemlagen haben, können dann zu uns kommen. Wir beraten und unterstützen die und gucken dann dahingehend, wie können wir das Problem, was gerade da ist, halt auch nochmal irgendwie lösen oder für dich erträglicher machen. Und wie gesagt, halt da auch gucken, wenn der Bedarf wirklich da ist, halt an weitere Institutionen vermitteln, die halt darauf spezialisiert sind. Neben der Einzelfallhilfe machen wir aber auch Gruppenangebote. Das geht in den Bereich, vorwiegend in den Bereich der Präventionsarbeit, zu bestimmten Themen. Wir machen soziales Lernen im Jahrgang 5. Wir machen aber auch Gewaltprävention, inklusive Mobbing. Wir machen Suchtprävention oder dann eben auch Gruppenarbeit nach Bedarf. Also sprich, gibt es in einer Klasse irgendwelche Vorfälle oder irgendwelche Schwierigkeiten, auch zum Thema Klassengemeinschaft, dann gehen wir auch projekthaft in die Klassen rein. Respekt, Toleranz, Wertschätzung, Anerkennung, Gleichberechtigung und Normalität. In der Sprachwerkstatt haben wir Kinder aus Albanien, Syrien, Rumänien, Bosnien, Serbien und noch viele andere Nationalitäten. Den Kindern in der Sprachwerkstatt wird mit der Methode des Hamburger ABCs Deutsch beigebracht durch Bild, Wortzuordnung, Gestik, Mimik. Und Schüler, die gleiche Sprache sprechen, als Übersetzungshelfer. Das erste Halbjahr hier für mich in Deutschland war ein bisschen schwierig, weil ich ja 100% nicht Deutsch sprechen könnte. Aber jetzt kann ich besser Deutsch sprechen für ein besseres Beruf für die Zukunft. Für mich bedeutet eine Schule ohne Rassismus eine Schule, in der alle gemeinsam an einem Strang ziehen und jeder auf den anderen Rücksicht nimmt und jeder so angenommen wird, wie er einfach ist, ohne dass irgendwelche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. In der Ganztagsschule wird nicht nur zusammen gelernt, sondern auch zusammen gelebt. Sie werden auch öfter durchmischt. Es gibt nicht nur den Klassenzusammenhalt, sondern auch innerhalb des Jahrgangs haben die Schüler viel mehr miteinander zu tun. Bei Problemen haben sie Hilfestellungen der Schulsozialarbeit und der anderen Bereiche. Es wird an allen Ecken und Enden zusammen mit dem Schüler, den Eltern und den Lehrern gemeinsam gearbeitet und wir sind ja eine große Gemeinschaft. Letztes Jahr haben wir angefangen, eine Schüler-AG zu bilden, um eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage zu werden. Wir haben erst am Anfang mit den Schülern viel an dem Thema Rassismus gearbeitet. Was ist Rassismus? In welchen Bereichen kommt der vor? Was ist Alltagsrassismus? Was ist Courage? Wie kann sich jeder couragiert verhalten? Und wir sind dann im Januar eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage geworden und sind sehr stolz darauf. Dieses Jahr führen wir die AG weiter, aber mit dem Namen Toleranz, um dem Ganzen einen positiven Ausdruck zu verleihen und wollen sehen, wo uns das noch hinführt.